Mussten wir hier reinspringen? Ich weiß es nicht. Guck. Oh Gott, ich musste erstmal gucken. Gestern habe ich auch so wunderschöne Spiele gespielt zwischendurch. Ich glaube, wir mussten da rein, oder? Ja, ich wollte hier mal rein. Bin ich eben noch. Aber wohl, nee, wir kommen ja von unten. Nee, das macht keinen Sinn. Wir müssen hier rüber, oder? Hier lang, ja. Ja. Ach, da war's ja. Haben wir unser Inventar noch? Ja, okay, Inventar ist noch da. Ja, Günther, herzlich willkommen im Hotel. Ich mach mal die Rezeption. Sie dürfen sich hier frei fühlen. Sie dürfen sich ein Zimmer nehmen, was Sie wollen. Ja? Danke. Aber die Minibar dürfen Sie nicht leeren. Was soll das denn? Ja, das geht nicht. Sie dürfen nicht immer betrunken im Hotel rumlaufen. Wir sind ein Nobelhotel. Gucken Sie sich das mal an, wie golden das ist. Ich weiß ja nicht. Scheiße. Also ich finde, das ist ja doch schon ganz schön Unterschied hier alles. So. Wenn Sie das sagen, wissen Sie. Ja, viel Spaß, ne? Ich bleib hier stehen. Ich muss Rezeption machen. Ist heute keiner da? Ja, ja. Nee, Ihr Kollege ist hier hinten schon. Oh, wir können den Kamin anzünden. Haben wir was dafür? Ich hab nix. Nee, hab ich nicht. Okay, wir müssen Schlüssel finden. Schön. Ich geh mal hier hoch. Oh, hier gibt's was zu essen. Mottenjelly, kann ich da mitnehmen? Eins von den Viechern hat den Schlüssel. Toll. Okay, ich habe Mottenjelly mitgenommen. Ich gehe mal in Gang, ja? Oh Gott, da hinten ist irgendwas auf dem Boden. Da hat jemand hingekotzt. Ebenweg. Ah! Günther, hier kommt schon wer! Was kommt? Da kommt jemand! Guck mal den! Oh Gott, hat der den Schlüssel? Günther, was ist das für eine Drecksau? Das weiß ich doch nicht. Der jagt mich! Komm, Günther, wir gehen hier rein. Muss rein. Tür zu. Kommt er hier rein? Nee, er jagt jetzt mich. Ich bin im Schrank. Oh, hier ist noch einer. Oh Gott. Ich hab Mandelmilch. Die können mir gar nichts. Wo ist hier ein verkackter Schrank? In einem Zimmer. Geh in irgendein Zimmer rein. Hallo? Hier ist keiner. Ist da jemand? Oh, da hinten ist schon wieder so. Ich gehe in die andere Richtung. Oh Gott, sind hier viele Gänge. Wir werden uns verlaufen. Ich habe mich schon verlaufen. Oh, hier ist eine Katze mit einer Ananas. Und 6 Kilo Gewicht. Habe ich mitgenommen. Das ist bestimmt wichtig. Bestimmt. Ich hätte gern Antidepressiva, aber gibt's hier nicht. Was ist das hier? Okay, wir müssen wahrscheinlich irgendwie ein Feuerzeug finden. Ich glaube auch. Oh Gott, ich fühle mich hier gerade gar nicht wohl. Ich mich auch nicht. Oh, ist hier der Ausgang? Geht's hier zurück? Ja, ich bin wieder da. Okay. Hallo! Ist jemand zu Hause? Günther. Wo ist denn der Günther? Ach, der ist weg. Ich bin weg. Ich weiß selber nicht, wo ich bin. Hier durch die Gänge. Oh, ich bin in der Frittenbude. Ich bin in der Küche drin. Oh, was ist denn hier passiert? Oh, hier ist noch ein Gewicht. 10 Kilo Gewicht. Hörst du das Klingeln? Nee, bei mir ist nichts. Aber ich kann vielleicht auch mal den Sound lauter stellen. Bei mir klingelt irgendwo ein Telefon. Ah! Günther, eine Motte! Lauf, lauf! Ich bin in der Küche. Da war eine riesige Motte. Ja, da wollen die ja eh nicht hin, ne? In die Küche. Die Tür, ich glaube, die können keine Türen öffnen. Günther, bist du's, der da gerade läuft? Nee, ne? Ey, ich habe mich gerade vor so einem Vieh versteckt im Schrank. Hier läuft gerade einer bei mir vorbei. Ich habe eine Tür gehört. Du bist in meiner Nähe, glaube ich. Nee. Bin nicht rausgegangen. Dann war das ein Vieh. Die können Türen öffnen. Och, das wird wieder richtig unangenehm, du. Wir sind, das ist sehr schön hier drin. Wir haben gerade angefangen. Hallo?
Immer die Tür hinter dir zumachen, Günther. Ah. Oh, oh. Die machen die Türen auf, Günther. Oh Gott, irgendwas hat mich gerade... ich habe gerade irgendwas sehr Merkwürdiges gehört und Fußstapfen. Das war es wahrscheinlich nicht du, ne? Nee. Ich bin im Schrank. Scheiße. Ach, scheiß drauf. Was soll schon passieren? Naja, wir können uns ja wiederbeleben, ne? Ja, ja, ja. Ist auf leicht das Spiel, ne? Ja. Gut, top. Oh Gott, sind hier viele Gänge. Oh, Kaminzimmer. Oh, hier liegt eine Notiz. Hier ist auch ein Kamin zum Anzünden. Ich glaube, das müssen wir uns alles merken. Ja, ich glaube auch. Die Schornsteine. Wenn du ein Fireplace, also ein Kamin findest, dann zögere nicht, ihn anzuzünden. Die Schornsteine sind connected, sind verbunden. Wenn sie alle an sind, dann geht's los. Okay. Hallo Blitzentleid, schön, dass du da bist. Also wir müssen alles anzünden. Wollen wir, dass es losgeht? Ich glaube, wir müssen das machen. Oder vielleicht verbrennt die Motte dann. Oh, das wäre ja schick, du. Geh mal hier hinten raus. Oh, wir brauchen einen Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel. Hallo? Ey, da hinten warst du, oder? Ja, ich habe was gefunden. Oh, komm mal hier rein. Bist du hier? Hier. Hallo. Komm mal hier rein. Mach mal Tür zu. Hier ist irgendein Rätsel drin. Art Exhibition. The Art Exhibition here is the same in rooms. Just pay attention to the room number. Oh, wir müssen uns die Raumnummer... Oh Gott, wir müssen unter je... Oh Gott. Wir müssen die Bilder in den Räumen finden und die Raumnummern darunter einstellen, glaube ich. Och, Diggi. Ich mach mal Fotos von den Bildern, ja? Oh Gott. Ja. Ja, Blitzer, du weißt ja, das ist mir scheißegal, ehrlich gesagt. Darauf, wirklich, das, ob's 2 oder 20 ist mir völlig egal. Solange ich dabei bin. Solange der Günther da ist, genau. Was war das gerade? Ich hab... Weiß ich nicht. Und hier sind auch noch Bilder, die wo nichts drin ist, okay? Also Rahmen. Ja, toll. Dann suchen wir mal Bilder, würde ich sagen, Günther, wa? Ja. Hallo? Ich... Motte! Oh Gott, da vorne ist die Motte, pass auf. Okay, sie ist gerade weggeflogen. Die ist da hinten lang geflogen, in die Richtung. Da ist die Motte, da gehe ich nicht hin. Nee. Geh mal in eine andere Richtung. Ja, alles gut. Ich freue mich, dass wir... Oh, da hinten ist ein Kollege. Ich freue mich, dass du da bist, Blitzer. Nein, vielen Dank. Oh, hier ist Antidepressiva. Sehr gerne. Oh, war das Bild da mit dem Mann? Ja, warte, ich guck mal. Ich guck mal, ich hab Fotos gemacht. Nee, mit dem sitzenden Mann habe ich jetzt keins gesehen. Nee, das brauchen wir nicht, das Bild. Wo ist denn der Typ hin? Der war hier doch eben. Oh, hier ist der Hase. Oh, der Raum. Günther, hier hat Günther Party gefeiert. Welche Raumnummer? Ach, 105. Okay, der Hase hat die 105. Ich schreibe mir das mal auf. Der Hase 105. Blitzentlein, du kannst gerne mitkommen. Wir sind heute im Hotel. Ah? Oh, hier ist so ein Hexentanzbild. Ich glaube, das habe ich auch gesehen. Ja. Das Hexentanzbild.
viel Antidepressivum hier rumliegt, du. Ich glaube, das brauchen wir auch. Hallo? Möglich, du. Oder hat jemand hingekotzt da hinten wieder? Okay, das Hexenbild hängt in der 104. Schön. Sieht alt aus. Dem Hotel. Ja, ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Oh, ist das, brauchen wir das auch? Brauchst du noch Antidepressiva? Ich glaube, ich habe genug. Nee. Brauchen wir das auch? Was ist das? Nee, das brauchen wir nicht. Diesen komischen Gelee brauchte man für Ausdauer, oder? Ich glaube, ja. Günther, die Luft ist rein. Da klingelt's wieder. Und ich höre ganz andere Geräusche. Wo klingelt es denn? Hallo? Oh nein, da ist einer. Du bist gerade nicht bei mir ins Zimmer reingekommen, oder? Nein. Oh, die Katze. Oh Gott, ich muss Antidepressiva fressen. Ach, da bist du! Ja, ich bin hier. Hallo. Brauchen wir das Bild nicht auch mit der Katze? Ich glaube ja, oder? Ich meine ja. Ich meine ja. Ja, das brauchen wir. In welchem Raum sind wir? Ich guck mal kurz. 102. Okay. Da gehen immer Türen auf, Günther. Ich habe nur die Schublade aufgemacht. Oh, den Hund. Den Hund. Oh Gott, das bist du. Habe ich mir erschrocken. Ja, den Hund brauchen wir auch. In welchem Raum sind wir, Günther? 101. Okay. Okay, wir haben schon vier gefunden. Hallo, Kiki! Wir suchen gerade Hunde und Katzen und alles. Weißt du, wie viele Bilder wir eigentlich brauchen? Warte, ich zähle nochmal. Oh Gott, wir brauchen viele. 2, 4, 5, 8 Bilder brauchen wir. Und wir haben 4. Nein, erschreck mich doch nicht so. Günther? Ja. Kommst du mit? Ja, ich bin hinter dir. Hallo? Brauchen wir das auch? Nein, Günther, das brauchen wir nicht. Gut. Dafür steht die Streuselstecke nicht, Kiki. Hallo? Gott, ist da jemand? Oh, hier ist auch ein Schrank, Günther. Ich hasse ja solche Gänge hier, du. Ich mag die auch nicht. Kann man hier Licht anmachen? Heute mehr so inaktiv. Kiki, das ist kein Problem. Wir sind eh sehr konzentriert gerade. Weil wir haben Angst. Da draußen ist der Reserve-Christus. Mit Echsenkopf. Oh, hier, was ist das denn? Günther, wir können Musik machen. Oh. Oh Gott, was ist das hier alles? Wir brauchen eine Schallplatte. Was da drüben? Ach, hier ist der Raum zum Eingang. Okay. Das ist gut. Dann gehen wir jetzt erstmal links lang. Ja. Oh, hier sind noch mehr Katzen. Die Katzen beim Essen. Die brauchen wir. Ja. Warte. 113. 113. Okay, haben wir. Sehr gut. Ich sterbe so wie du letzte Woche. Oh! Das ist gar nicht gut, Kiki. Alarm. Was können wir hier machen? Mit der Badewanne? Also ich weiß, was ich hier mache. Was machst du am Klo? Erstmal scheißen. Man kommt da nicht rauf. Was ist das denn für eine Hitbox? Hier kannst du da nicht rauf. Aber Kiki, dann schalte heute schön ab, ja? Guck einfach zu. Kackst dich mit uns an.
und dann wirst du schnell wieder gesund. Scheiß alles raus. Die Uhr. Okay, damit können wir nichts machen. Hier ist noch ein Bild mit einer Schildkröte. Ich glaube, das brauchen wir auch. Ich glaube, die brauchen wir auch. Die ist sogar doppelt hier. Warte, Schildkröte. Ja, Schildkröte brauchen wir auch. Wo sind wir? Warte, ich guck nach. 114. Okay, wir brauchen noch zwei. Mal sehen, was wir brauchen. Wir brauchen noch so drei sitzende Leute. Mhm. Und eine Gitarre irgendwo drauf. Oh, Mathe! Günther, pass auf! Oh Gott. Ich bin weg. Oh, ich bin tot. Die ist so. Die macht One-Hit. Oh, okay. Und vor allem, die ist einfach durch die Tür gegangen, das Arschloch. Die Günther ist. Die Günther? Die Günther ist von. Ich geh erstmal in den Schrank. Die Günther ist tot. Der Günther lebt. Sag mal, Günther, ist das. Ist es hier drin? Die Tür ist auf! Welche? Bei mir! Die war eben zu! Oh Gott, die Motte hat hier reingeschaut. Wo ist sie? Günther, ich hab Angst. Soll ich erstmal als Geist vor dir herlaufen? Du kannst dich auch erstmal umschauen. Ob da was ist? Kannst du. Die hat die dich zärtlich berührt oder war die nicht so nett? Hattest du schon mal extrem besoffenen Zungenkuss, der sehr eklig war? Ja. Ja, ungefähr so. Oh. Und dabei in den Mund kotzen. Da möchte ich sie nicht treffen. Bah, der Günther, ne? Ah, der Günther ist halt so. Ich sag so, was im Tuch passiert, bleibt auch im Tuch. Ja. Oh, guck mal, da ist wieder so ein Reserve-Christus da vorne. Aber der sieht mich gar nicht. Reserve-Christus! Ah, der sieht mich nicht. Oh, das ist wieder die Frittenküche. Ach, hier sind die drei Leute. Moin. 108. Hallo. So, ich belebe mich da mal wieder und lauf mal zu. Drei Leute, 108. Wir brauchen nur noch die Gitarre. Deswegen hat das Tuch zugemacht. Jetzt gibt es endlich einen Grund. Aber wegen dem Günther? Es tut mir wirklich leid für das arme Mädchen. Oh, der steht hier drin. Der steht da im Zimmer, Günther! Müssen wir da rein? Die Motte! Ah! Günther! Scheiße. Hat sie dich? Nein! Doch! Küsst sie dich auch so liebevoll? Oh Gott, ich dachte, sie hat mich lecker, lecker, lecker. Ich bin in so einem Säulenraum gewesen, Günther. Hier sind ganz viele kleine Motten. Och, nö. Aber die tun halt nichts, oder? Ich glaube, aber die haben die Große gerufen, glaube ich. Die kamen nämlich sofort. Hallo? Der Günther ist scheinbar eindeutig zu feucht. Ja, ich glaube auch. Nee, leider, ja. Man kann die Bilder als Geist nicht sehen. Das ist ja auch gemein. Habe ich mir auch gerade gedacht. Wo muss ich denn hin? Ah, da. Oh, was ist denn das hier? Oh, hier sind ganz viele Bilderrahmen, Günther. Ja, ich komme gleich. Und in der Mitte ist ein Schlüssel drin. In so einem weißen Kasten. Und hier das ist... Oh Gott, hier ist so ein Ausstellungsraum. Ich habe ein Fossil mitgenommen. Oh, oh. Ich bin eingesperrt! Warte kurz. Ich habe ein 6-Kilo-Gewicht. Kannst du es wieder reinlegen? Ja.
Ich habe das Fossil, Günther. Habe ich geklaut. Na gut. Blitzentlein hat Blähungen. Ja, das würde ich auch so sehen. Okay, ich kann nur ein Fossil mitnehmen. Was mache ich denn damit? Jetzt habe ich das in der Hand. Günther, jetzt renne ich hier mit so einer Schnecke vor mir rum. Günther, was mache ich denn mit dem Fossil? Naja, solange keine Freunde kommen. Ich kann hier leider gerade nicht aus meinem Zimmer raus, weil das bewacht jemand. Das Fossil killt mich total von der Ausdauer her. Was mache ich denn damit? Hallo? Hallo? Genau richtig, so Blitzentlein. Ja. Ich habe so eine fette Schnecke, Günther. Ja, die hast du. Die schönste. Hallo? Oh Gott, warum ist es da so dunkel? Da gehe ich nicht rein. Oh Gott! Da war einer drin, der saß da! Ich weiß, in den Raum bin ich auch schon reingegangen. Günther, er kommt! Ich kann doch nicht laufen mit der Schnecke! Ich kann nicht weglaufen mit der Schnecke! Das geht nicht! Der Globus dreht sich. Manchmal Scheiße! Etwas. Da muss eine Zehntelsekunde oder eine Sekunde nachgeholt werden, haben wir ja hinter uns. Okay. Pass auf, geil. Günther, ich droppe die Schnecke gleich hier im Raum, wo die. Im Anfangsraum, ja? Weil da bin ich gerade gestorben. Ich kann ja nicht weglaufen mit der Schnecke. Du hast keine Ausdauer mehr dann. Nee. Das geht nicht. Das war der Glöbus, der hat sich gedreht. Er hat nichts geäußert. Kiki! Wenn er mich nicht bittet. Kiki! Ich kann nicht mehr. Der Opa ist einfach so geil. Ich liebe den. Also so stelle ich mir auch Reichsbürger vor, bevor sie sich komplett radikalisiert haben. Ich gehe nicht, wenn er mich nicht bittet. Der Opa. Pass auf, und den natürlich. Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick. Diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders befragt. So ist es. Oh nein, da kommt er ja schon wieder. Oh nee. Günther, der mag mich. Er liebt dich. Er kommt! Günther! Da ist ein zweiter! Scheiße, hier sind zwei! Günther, nein! Günther, ich will das nicht! Günther, ich muss hier weg! Du schaffst das, du kannst auch zwei Männer handeln. Ich glaub an dich. Ich hab meine Sachen verloren, die sind im Eingangsraum! Also du kannst dich nicht heilen. Ich sitz grad hier im warum lieben die mich so? Ja, wegen deiner großen Schnecke. Sind die noch da? Ja, die liegt auch da. Ist hier Mandelwasser? Hä? Ich lasse die Schnecke hier jetzt liegen, ja? Ja, mach das. Wenn ich den Raum wiederfinden würde, könnte ich das andere auch noch holen. Ich habe ja noch ein Gewicht gefunden und wir brauchen noch ein 8 Kilo Gewicht anscheinend. Ich habe noch eins. Okay. Nee, doch. Doch, ich habe eins. Warte. Ja, dann haben wir alle drei Gewichte schon mal gefunden. Aber wo mussten wir denn das letzte Bild finden? Oh Gott, nicht schon wieder! Oh, was? Wo bist du? Da ist schon wieder so eine Sau! Ich bin jetzt bei der Schnecke. Ich bin im Schrank. Ich bin in so ein Zimmer gegangen, da saß schon wieder einer auf dem Sofa. Und das Telefon klingelt wieder und ich muss pinkeln.
Die hören aber auch nicht auf, ne? Nee. Die sind ja wie richtige Stalker. Das sind so... Oh nein, er ist schon wieder da! Günther, er ist schon wieder bei mir! Ja, das ist Liebe. Ey, ich glaube, das war gerade, also der dich da gerade geküsst hat. Ich glaube, das war der, der mich gejagt hat. Schön. Lass laufen. Soll ich unter den Tisch pinkeln, Kiki? Okay. Günther, ich höre dich. Bist du hier gerade? Du springst hier gerade, oder? Ja, das kann gut sein. Ich bin im Schrank. Soll ich mal die Tür aufmachen? Ich komme. Günther? Hier. Hallo? Hier, komm zurück. Wo bist du? Bist du hier? Hallo, drin? Hier, komm, dreh dich um. Ja, nochmal zurück. Hallo. Hallo Günther. Ich hab Angst. Die haben mich alle angefasst. Überall. Nein! So Günther, jetzt müssen wir reden. Wir gehen ins Bett, komm. So, endlich ins Bett rein. Also, ich will ja nichts sagen, aber die Körperhaltung ist schon ein bisschen merkwürdig von den Leuten, wenn sie stehen. Warte. Das sieht sehr komisch aus. Guck mich mal an. Oh, Günther. Haha. Oh. Günther, was machst du denn da? Also, Günther, nicht so doll. Günther, was ist denn da los? Günther, meinst du, ich kann kurz pinkeln gehen? Ja, mach. Okay, ich geh kurz da rein, ja? Er liegt in der Luft, ja, so ein bisschen. Ich geh kurz pinkeln, Leute, ja? Der Günther macht das schon. Wir müssen noch das Gitarrenbild finden. Ah, der Günther macht es. Bis gleich. Ja, natürlich. Immer die anderen, ne? Pingeln. Das liegt an den Chips. Nö. Günther, ich hatte gerade einen Einfall. Wir können ja die letzte Zimmernummer auch raten. Oh, stimmt. Waren ja bis jetzt alle mit 1-1 irgendwas, ja, oder? Ja, denke ich auch mal. Das wird jetzt nicht 2 irgendwas sein, ne? Nee, ne? Hände gewaschen natürlich nicht. Ich wasche mir nie die Hände. Du bist so ökologisch. Ja. Ich kann die Seife nicht verschwenden. Nee, weiß ich nicht mehr. Aber hier irgendwo, oder? War das nicht hier drin? Nee, hier war die Katze mit der Ananas. Nein, Motte. Günther, oh, ich bin in der Sackgasse drin. Günther, die ist bei dir. Ja, die ist bei mir. Bei mir ist sie nicht. Bin da um die Ecke gegangen. Von diesem Raum da entfernt. Und da hat sie halt schon auf mich gewartet. Die mag dich. Mhm. Die will mit dir vor euch knutschen, die hat uns eben im Bett beobachtet. Ja, da wird ihr dann ein bisschen horny, du. Sag ich dir, wie es ist. Ich glaube, ich trinke mal eine Mandelmilch, wa? Ah, geil. Och, ich glaube, ich friss mal ein paar Pillen. Das Blitz and Line, nun sag nicht, du wäschst jedes Mal nach dem Klogang deine Hände. Ja, das ist ja nun wohl... Also Wasserverschwendung hochziehen. Hallo, hier ist Captain Niveau. Wir sind gesunken.
wer macht denn sowas? Siehst du, sehe ich genauso. Genauso ist es. Wer hat denn da auf den Boden gekotzt? Hallo. Günther, hallo. Ich glaube, wir waren hier, oder? Mhm, das kommt mir auch bekannt vor. Hier, ach, hier ist wieder die Frittenküche. Nee, hier bei der Frittenküche war es nicht. Günther, ich habe was gehört. Ich auch. Und das hat mir nicht gefallen. Nee. Meinst du, es gibt so einen Cheffresser von denen? Der kommt bestimmt noch, ne? Hier ist ach, hier habe ich mich zuerst versteckt. Ah. Also hier ist falsch, sagst du? Ja. Ja, ich glaube auch. Oh Gott, da steht einer, Günther, pass auf. Oh, hier müssen wir mit den Gewichten hin. Hier muss ich hin. Okay. Herr, warum geht das nicht wieder hoch? So, weil ich auch eins habe. Ah, okay. Ja, Günther, wir sind damit jetzt sehr langsam. Wir müssen damit irgendwie in die Eingangshalle kommen. Hier ist übrigens der andere Rätselraum. Nee, ich würde sagen, wir gehen einfach zurück, oder? Ja, auch mal. Aber wir haben halt keine Ausdauer mehr damit. Ja, deswegen erst rennen, wenn Leute kommen, ne? Ja. Oh Gott, da ist einer. Vorsicht. Kommst du? Ja, ich komme. Ja. Dann machen wir hier die Tür zu. Stimmt. Schlau gemacht, da kommt der nicht hinterher, die Sau. Da ist der Säulenraum mit der Motte. Ich höre sie schon. Warte, ich muss mal was fressen. Mhm. Hallo! Oh, der hat da hingekotzt. Guck mal da noch rüber jetzt, oder? Ich weiß es nicht, ich trau mich nicht. Dahin geht er. Da kommt noch einer. Hier rechts schnell. Falsche Richtung. Wo ging's denn zurück? Ah, hier ist schon mal der Bilderraum. Okay, lass uns da erstmal rein. Ich gehe da rein. Kann ich das droppen? Oh Gott, wie droppe ich das denn jetzt? Du kannst es fallen lassen im Inventar. Okay. Geil. So, wir machen mal, pass auf, jetzt hier. Jetzt muss ich gucken. Warte mal, das war die Katze mit dem. Das haben einige schon gemacht, ja. Dann na, ich sag dir nicht, dann wirst du ja sehen, was passiert. So, die Katze 102. Okay. So, die Hexen. Hexentanz 104. Die drei Gestalten 108. Die Schildkröte 114. Merkt man eigentlich, dass die Bilder KI generiert sind? Nö. Überhaupt nicht. Hast du die Tür gerade gehört? Ja. Oh, die Gitarre haben wir noch nicht, die rate ich gleich. Jetzt kommt der Hund. Ich glaube, die Viecher warten genau vor unserer Tür.